Konter! Wie bitte? Ich habe ich mit meinen Wohin genau, nee, Wohin Gefrau im Team gekontert. Sehr nice. Bei Pokémon Soul Link. Ja, und Wohin Gefrau hat Son Goku dabei, vor allen Dingen Son Goku und Cooler im Team. Son Goku ist Panferno mit Nahkampf, Flammenrad, Sternenhieb und Laubklinge und damit habe ich auf jeden Fall etwas, was Trikefalo zerstört. Ja. Damn. Und ich habe dafür einfach Wohin Gefrau mit reingenommen, ich sag mal. Ich werde es wahrscheinlich eh nie einsetzen. Also man sieht, es hat gute KP. Die Verteidigung ist... Wobei ich gesehen habe, die Verteidigung ist sogar besser fast als die von Staraptor. Weißt du, Staraptor hat einen schwächeren Angriff als die Tüte. Staraptor hat schwächere Verteidigungswerte als Wuin genau. Was kann der Vogel eigentlich? Das ist aber echt, aber Wuin genau, das Verteidigungswerte sind ja echt nicht so gut. Die KP ist halt, wie du schon gesagt hast, sehr gut, aber das war's auch schon. Es hat einfach mal 233 KP. Aber wie Jan schon sehr richtig festgestellt hat, Jan hat es reingetan, um mir einen Gefallen zu tun. Ich sag mal, ich hab Gott im Team, ne? Genau, Jan hat Gott im Team quasi. Damit hat er eh... Jans Team besteht aus 12 Pokémon. Einfach weil er Arceus hat. Deswegen ist, glaube ich, einfach unsterblich. Ich hoffe es doch. Übrigens, kaum packe ich Panferno rein, um ein bisschen mehr Power zu haben, hat der nächste Trainer Bummels und Snubbull. Ja, da brauchst du die Power unbedingt. Ja. So. Aber hey, das heißt, das war ehrlich mal ein Kampf, bei dem ich Sven ja nicht rauswechseln musste. Ja, so, den Arzt, den hatte ich ja schon besiegt. Ich gehe da mal weiter hoch. Und das war übrigens der Arzt bei mir, den habe ich jetzt auch platt gemacht. Ja. So, da bin ich schon runtergesprungen im letzten Part. Das heißt, ich gehe hinten weiter rein. So, Jan geht nämlich immer gerne hinten weiter rein, deswegen werde ich ihm gleich mal folgen. So, wen habe ich denn jetzt vorne ist eigentlich? Ah ja, und Wohin Gefrau ist Level 44 übrigens. Ah ja, stimmt, Panferno auch. Alle sind Level 44, haben wir das beim letzten Mal doch schon gesagt. Kurz sagen. Ja. Einfach mal hier, immer wenn es mal gucken, vielleicht schaffen wir mal ein Part ohne, Achtung, das Fass stirbt. In der Siegesstraße. Ja. Der geil. So, ich bin jetzt wieder draußen. Die Frage ist, muss ich irgendwo runter? Ich glaube, links, wenn du runterrutschst, kommst du noch zu einer TM-Item. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber das habe ich halt im letzten Part schon geholt gehabt, deswegen. Ja, okay, aber es ist egal tatsächlich, wo ich runterrutsche. Man kommt immer da an. Stromisierer. Großartig. Ja, ne? So, Zwango, du gibst mir jetzt deine Fähigkeit, die da wäre, Belebekraft. Ja, nehme ich, gerne. Wenn du mir Schaden machst, ich wechsle gleich einfach raus. Und das macht nochmal Zwango. So. Immer wie ich die Cam immer nochmal nachfixiere, fast nach am Ende von, immer in jeder Aufnahme. Astrainer Marcel, oh oh. Ja, das hat Luke Flecklin für mich parat. Marcel hat einen Knospi. Alter! Er würde niemals mit Knospi kämpfen. Ich habe gerade vergessen, dass ich gegen einen Ordoch gekämpft habe. Ich habe auf Level 44 ein Dreiviertel Level Up bekommen. Ja. Kann mal passieren, ja. Oder? Kann sich sehen lassen. Autsch. Der Bodycheck hat weh. Anpassungs-Evoli. Ja. Smogmog. Weißt du was? War nett. Boom ruhig. Boom ruhig. Das wäre... schon fast witzig. Oh, es hat Doppelschlag? Wie? Frag, mit einem Kopf und dann mit dem anderen Kopf? Das ist... Oh, cool. Barnett ist jetzt einfach... Also Chucky, der Final-Konter. It's the final counter. Genau, der final Konter. Ja. Nebenbei, durch das Auswechseln hat sich ist meine Tüte einfach schon wieder fast voll geheilt. Sehr gut. Belebekraft ist aber auch einfach. Können wir bitte mal kurz darüber reden, was für eine absurd starke Fähigkeit eigentlich Belebekraft ist? Wie viel heilst du damit dabei? Ein Drittel beim Auswechseln? Ein Drittel, das ist. Und das Gute ist, krass einfach. Selbst Pokémon, die es mit Dinge zu übernehmen, mit der Fährte, profitieren ja auch voll gut davon. Das stimmt, habe ich schon mal mit Gardevoir gemacht. Aber mit Gardevoir hatte ich eh schon die lustigsten Sache bei Fährte. Ja, Gardevoir-Fährte ist immer so ein bisschen... Ne? Ja. Manchmal kommen da sehr interessante Sachen bei rum. Ich kämpfe gerade gegen einen Smogmog vor, gegen einen Slyborg. Ein Pokémon, was jetzt mit Alola Slyborg fast keine Existenzberechtigung mehr hat. Warum? Weil Alola Slyborg einfach tausendmal besser ist.
Also ich bin großer Schwäche mehr. Ich bin großer Slyborg-Fan, muss ich dazu sagen, erstmal natürlich, aber es ist halt leider echt so. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, es hat durch seinen Unlicht-Typ nur noch eine einzige Schwäche, oder? Ja, erstmal, also die Sache ist, sie haben exakt die gleichen Stats und der hat jetzt echt dreimal Säurepanzer drin, ich raste aus. Also Alola Slimer und Slimer Slimer haben beide exakt die gleichen Stats. Mhm. Allerdings hat Alola Slimer, wie du schon gesagt hast, den Unlicht-Typen. Und Unlichtgift ist defensiv so ein krass guter Typ, viel besser als Pio Draghi. Genau, das hat halt andere noch Fähigkeiten, mit denen es nützlich agieren kann. Also ja. Ja. So. Slimer nervt ein bisschen dadurch, dass es jetzt einfach unsterblich ist. War das jetzt der richtige Weg? Dafür sieht das normale Slimer cooler aus, weil es lila ist. Nee, das war der falsche Weg. Ich muss rechts runterrutschen. So. Ich glaube, wir sind aber echt schon fast durch mit der Siegesstraße. Boah, dieser Schaden, Leute. Mm. Exquisiter Schaden. Dieser Nicht-Schaden, wie ich jetzt so gerne sagen würde. Übrigens, lustig, das Geräusch vom Psycho-Klinge ist das Geräusch vom kritischen Fang. Hört man hin? Da. Also kritischer Fang ist, wisst ihr vielleicht, wurde, glaube ich, in Schwarz-Weiß eingeführt, oder? Mhm. Ich habe eine Steintafel bekommen. Oh oh. Aber gut, ich habe ja schon meinen Arceus, von daher ist das ja schon wieder weg. Das stimmt, aber wir müssen am Ende trotzdem die Arceus-Challenge auflösen. Und die DNSSEC-Challenge. Genau, wer ist der würdigere... Wie nenne ich das jetzt, ohne dass es merkwürdig klingt? Wieso? Wie kann ich das jetzt formulieren, ohne dass ich religiöse Gruppierungen... Oder wer ist der bessere Gott-Follower? Ja, das wollte ich gerade sagen. Wer folgt Gott am besten? So, lass es doch so formulieren. Alter, mache ich dem Jirachi wenig Schaden. Meine Güte, der macht sich selbst mehr Schaden, als ich ihm Schaden mache. Jan? Ja? Das ist voll niedlich. Geil. Ich benutze ein Heil-Item. Manchmal muss man Jan einfach verwirren. Aber unser erstes. Jan wird dadurch nicht verwirrt. Du hast ein Heil-Item benutzt, okay. Erholung, Jirachi. Sägesang. Ich muss mal Items verteilen nach diesem Part hier irgendwie. Nein, ich wollte nicht fliehen. Nein, ich wollte immer noch nicht fliehen. Der Einzige, der ein Item hat, wobei, nee, drei haben ein Item. Was hast du? Du hast einen Beulenhelm, Scope-Linse. Jirachi hat zum Glück ja keine Schwebe. Nein. Gott, vernichte es. So, schlafen Runde Nummer 1. Dann machen wir erstmal einen schönen Schweifglanz. Ich guck mal ganz kurz, Leute, ob ich irgendwas hier vergeben kann. Weißt du was, Jan? Was denn? Ich nehme jetzt das Wahlglas auf Mewtwo. Er hat zwar auch mit Psycho-Klinge einen physischen Angriff, aber... Das könnte ziemlich wehtun, potenziell. Genau. Sägesang. Also ich glaube, sobald Gott hier einen Schweifglanz drin hat, ist, glaube ich, alles One-Hit. Ja. Oh. Schade, ist der Luftballon platzt. Mal überlegen. 3 Stufen heißt mal 2,5, ne? Ja, glaube ich schon. Auf 250% erhöhst du, ja. Oh, ist nicht ganz runtergefahren. War das richtig? 250, also 2,5 sind... ja! Bei ihm den Spezialangriff auf 300 zu erhöhen, ist schon nicht schlecht. Ja. Ist das der Veteranenkampf hier? Ja. Veteran Jost? Okay. Ich glaube, ich stehe an dem Punkt, wo Charon kommt. Ja? Ja? Warte mal. Trikefalo? Ja! Seriously? Zum Goku los. Also ich glaube, ich bin an dem Punkt, wo Charon kommt. Ich weiß nur nicht, von welcher Seite er kommt. Was mache ich jetzt? Nahkampf wird doch wohl ausreichen, oder? Gehe ich mal stark von aus. Panferno wird doch wohl schneller sein, oder? Gehe ich auch von aus. Panferno ist schnell. Wenn Panferno jetzt langsam ist, dann ist es auch tot übrigens, ne? Das wäre nicht so geil. Okay, Nahkampf, stirbt bitte einfach. Die KP waren so langsam gerade gesunken. Ich war ein bisschen Angst gehabt. Okay, Trinke fahrlos. Gut. Weg.
Soll ich hier weitergehen, wo potenziell nicht weiß, wo Challenge triggert? Weiß nicht, gibt's doch einen Weg zurück, weil da war noch ein anderer Weg, der wir hätten gehen können, oder war das nichts Spannendes? Ja, ich glaube, da war nichts. Moment, aber hier bräuchte ich jetzt Stärke, um weiterzukommen. Verdammt! Dabei wollte ich keinem Stärke beibringen. Na gut. Lon, du musst jetzt leider Stärke lernen für deinen Body Slam. Ich komme leider nicht mehr drum rum. Ich hatte gerade echt Angst, dass ich Son Goku reinwechseln musste in Trikifalo, weil das war ja leider nicht Sinn der Sache. Mhm. Aber der Drachenschuss hat mich nur fast gewandelt, alles gut. Doch, wenn es weiter nichts ist. Also wenn du nach dem Veteran die Treppe hochgehst, kannst du einfach geradeaus die Treppe wieder runtergehen. Da kommt noch niemand. Oh, ich habe die Höhle gefunden, wo Terrakium rumsteht. Können wir das fangen? Ja, es ist ein eigenes Gebiet. Nice. Oh, verdammt. Ja, why not? Ich bin jetzt da oben, wo Sharon potenziell kommt. Direkt die Treppe wieder runter, sagst du? Ja, direkt wieder runterlaufen. Sollen wir mal eben ein Terrakium fangen? Ja, warte, lass mich dann bitte noch da eben hinkommen. Oh mein Gott. Hey, vielleicht kriegen wir doch noch einen Leggy. Ich brauche meinen Schutz erstmal wieder. Die Frage ist, mit wem gehe ich da am besten ran? Ich gehe keine 2 Meter ohne meinen Schutz. Das würde ich auch nicht tun. Das ist hier. Und links ist Terrakium, ne? Ja. Man könnte da am besten schwächen, ich glaube. Da unten, da waren wir schon mal. Na gut, dann können wir uns auch beim nächsten Mal nochmal auf den anderen Weg runterfallen lassen und gucken. Ja. Hi Terrakium, was geht? Okay, wollen wir ansprechen? Warte, ich nehme... Ach, wie nehme ich denn am besten? Ich nehme mal den Paten. Okay, dann schauen wir mal. Okay. Das war, glaube ich, eines von den Seetrios. Ich glaube, das war ein Graudon. Also ich habe Vesprit. Es war Graudon. Oh mein Gott. Okay. Also yeah. Vesprit und Graudon. Hammer gut. Habe ich noch einen Flottball? Nee, schade. Graudon, eins meiner absoluten Lieblingslegenden. Würde ich nochmal betonen an dieser Stelle. Und du hast tatsächlich auch einen Partner bekommen, der cool wäre. Machen wir mal einen Erstauner drauf. Ja, wir müssen das fangen, ohne Witz. Ich werde endlos traurig sein, wenn wir das nicht hinkriegen. Ja. Okay, das hat nicht so viel Schaden gemacht. Ich schreibe mir das erstmal auf. Vesper. Ja. Oh mein Gott. Ja. Graudon hat mir gerade einen Hammerarm auf meinen Rabigato geballert. Autsch. Droa sei Dank hat das nicht gekillt. Autsch. Ah, was mache ich denn da? Das ist so gut, Vesprit. Hat gerade erstmal Beschwörung gemacht, ich kann es nicht mehr kritten. Das ist echt gut. Ja, aber er kann mit Schutzschild so ein bisschen stollen. Mewtwo tankt alles. Erdbeben macht nur 40 Schaden. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. So, ich wechsle jetzt erstmal in Sauto. Oh, Leggy Glück, komm. Denn Sauto kann, glaube ich, alle Psycho- oder sonstiger speziellen Attacken von Vesprit einfach abfangen und sagen... Ich habe ein Graudon. Ja, ich habe ein Graudon. Was? Es muss irgendwie echt was sein. Ein Hyperball und das war's schon wieder. Irgendwie ist die Fangrate bei mir total broken, habe ich das Gefühl. Und dann, ich schmeiße einen Finsterball und... Es hat halt den Kampf gegen Kyogre in Magma unter dem Erdboden geschafft. Sage ich doch. Irgendwas ist an der Fangrate kaputt gegangen, glaube ich, beim Randomizen. Aber ich sag mal so, nehme ich. Als Vesprit flog, lernt Menschen Glück und Trauer des Lebens kennen. Die Geburt der Gefühle. Dann nenn deins bitte Dean. Wie geschrieben? D-I-N von Zelda. Ah. Weil meine 3 habe ich immer Dean, Farore und Nairo genannt. Und Vesprit war bei mir immer Dean. Ah, da brauchen wir noch für Groudon einen geilen Namen. Genau. Ja, Gaia hatten wir jetzt mit mir ja schon. Was könnte man denn für Groudon Schönes nehmen? Helios. Na gut, irgendwo beschwört auch die Sonne. Ja. Na gut, dann nehmen Helios. Helios, geil. So heißt mein Ramot. Also eins meiner Ramotten. Meiner Ramotten. Du und deine Helios. Motten. Nice. Also das wäre ein potenzielles Duo, was ich doch ganz gerne für die Liga hätte. Ja. So eine Sonne ist schon geil. So, sollen wir jetzt erstmal unten nochmal gucken, wo wir jetzt noch hinkommen können. Bevor wir jetzt hoch zu Charon gehen.
Ja, wir müssen sowieso mal schauen, Leute. Wir müssen den Part und den morgigen wahrscheinlich ein bisschen kürzer machen. Mhm. Weil Jan ist die nächsten Tage nämlich nicht da. So. Und wir wollen vor der Liga nochmal eine komplett Grundumstrukturierung machen. Ja, so, da komme ich über ganz oben hin. Ich hätte vorhin noch ein Item, was ich gerne hätte. Wo? Also, links an der Brücke da. Ja. Da kommen wir von ganz oben aus erst hin. So. Ich glaube aber, sonst kommen wir hier nicht mehr groß weiter. Nee. Na gut, dann laufen wir schon mal zur Treppe nochmal hoch. Und werden dann im nächsten Part direkt Sharon aufs Maul hauen. Genau, aber jetzt bin ich, glaube ich, total falsch gelaufen, ja. Dann aber echt alles gemacht hier in der Straße? Ja, die ist nicht allzu lang. Okay. Na gut, ich stehe jetzt quasi oben zwischen den beiden Treppen, wo wir hochkommen und zu Terrakium wieder runtergehen. Moment, ich bin auf dem Weg. Er sagt, ein bisschen kürzer der Part hier, der Borge wahrscheinlich auch, aber ja. Wir haben dafür was Geiles gefangen und können uns im nächsten Part dann ordentlich auf die Liga vorbereiten. Genau, und das wollen wir auf jeden Fall tun. Und außerdem waren die meisten Parts sowieso weit über 20 Minuten lang. Also, okay, Leute, dann beim nächsten Mal Cheren. Ah, mal gucken. Und es ist nichts gestorben in diesem Part. Wahrscheinlich war nur, weil der Part so kurz war. Das wollte ich gerade sagen, tatsächlich. Deswegen verschreien wir es nicht. Leute, beim nächsten Mal gegen Cheren. Jan, kannst du es fühlen? I can really feel it. Bis dann. Ciao.